Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu The Last Stand Union City. Und es geht mal wieder in den Abgrund. Und es gibt Geschnetzeltes. Na, da sagt noch mal einer was gegen das Katana. Ich nicht. Das ist einfach super. Außer gegen diese Westen, die müssen wir immer erst aufschlitzen und dann gehen sie auch down. Ja, schön. Das ist auch schon mal schlechter gegangen. Okay, gehen wir hier reingucken. Oh, ja, mach mal. Und zwar für Munition. Wir sind gut drauf. Pickup Cash. Machen wir auch nochmal. Sledge. Oh, Sledge würde ich mir auch gerne nochmal angucken. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass das nicht so gut ist, oder? 30, 50. Auch nicht schlecht, ne? 30, 50. Wegen Zurückschlagen. Oh, nice. Ein Hammer. Ein Hammer. Und wir sind ja hier immer noch stärker. Vielleicht ist das die bessere Wahl. Cool. Moment. Wir wollen hier weitergehen. Hier nochmal reingucken. Ja. Puff. Ja, finde ich gut. Ja, du mit deinem kleinen Hämmerchen. Kollege. Oh. Hallo. Ich hau dir die Eier weg. Ja, na klar, keine XP, ne? Enemy level too low. Ist klar. Ist klar. Lauter Bücher. Nice, Freunde. Wir werden erstmal ein paar Bandagen benutzen und uns dann hier Bücher durchlesen. Automatische Waffen, Fitness, Survival. Sehr gut. Tipptopp. Weiter geht's. Okay. Ja, mein Freund. Was machen diese Bastarde? Ja, die schießen auf dich. Hallo, jemand zu Hause? Wer bist du denn? Bethany. Hey, Beth. Baby, du bist am Leben. Oh. Gott, du hast mich gefunden. Ich wurde gebissen am Krankenhaus. Und die haben Tests gemacht. An Menschen. Und ich habe sie nie wieder gesehen. Ich habe Schüsse gehört. Was? Hol mich hier raus, schnell. Die Schlüssel sind an der Wand. Okay. Holy moly, du bist gebissen. Schnell die Schlüssel. Oh. Battle Axe haben wir bekommen. Battle Axe. Was ist es denn? Check your inventory. Machen wir gerade. Ah, hier vielleicht bei B. Wie Baseball Cap? Nee. Battle Axe. Wo soll sie denn sein? Ist doch schon alphabetisch geordnet, oder? Check your inventory. Haben sie gerade gesagt. Egal, wir haben einen Hammer, Freunde. Wir brauchen eine Battle Axe. Ganz gesund sieht sie nicht aus, oder? Bethany, was ist mit dir? Schnell, wir müssen hier weg. Ja, ja, folge mir nur. Ah, hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir nicht raus, oder was? Nee. Ja, wir sollten ja ein paar Leute schnetzeln, das haben wir gemacht. Guck dir mal diese Menschenhügel hier an. Unglaublich. Du sagst, du wurdest gebissen?
Okay. Honig. Bleibe bei mir. Oh, shit. Bethany. Oh. Hallo, ich hab einen Hammer, Freunde. Ihr legt euch hier mit dem Sledgehammer an. Verstehst du? Also, ihr müsst ja immun sein, oder? Ich weiß es nicht. Muss ich Bethany beschützen? Nee. Muss ich nicht. Schatz, du bist einer von ihnen. Aber beiß mich nicht. Und komm nicht zwischen die Zombies und mich und meinen Hammer. So, was haben wir denn hier noch? Zack. Guck mal, der Hammer ist auch gegen die Westen viel effektiver. Peng. Ach du Scheiße. Die Dogs, wir werden ein Boot finden. Wir müssen vom Festland weg. Na, stehst du noch auf? Oh ja. Also, jetzt nicht mehr. Okay, Barry, du musst uns helfen. Oh, du hast sie gefunden. Oh Mann, ich freue mich für dich, wirklich. Okay, Kinder, ihr haut ab. Ich gucke, ob ich meine Frau finden kann zwischen all den Toten. Geht zu den Dogs. Weg vom Festland, wenn ihr könnt. Viel Glück, mein Freund. Okay. Schatz, wir haben lange nicht mehr, also, geschlafen, uns ausgeruht. Okay, anscheinend muss sie nicht mehr schlafen. Ist schon wieder dunkel, ne? Oh. Da gibt's noch einen Hammer. Ist der besser? Ne, der ist kaputt. Und unser Hammer ist aber heile, ne? Ja. Haben wir hier noch ein bisschen Cash? Also Hammer ist schon geil. So, ich glaube, wir wollen hier raus, ne? Zu den Dogs. Zu den Dogs, komm schon. Bethany. Auf zum Hafen. In der Polizeistation war ich schon. Gab's nicht so viel, Schatz. Glaub mir. Was ist hier? Oh. Cool. Nehmen wir uns alles mit. Automat. Nice. Können wir auch vorstellen, dass wir mal wieder was essen müssten, oder? Wie sieht's denn aus? Oh ja, wir sind hungrig. So. Dann haben wir hier mal ein paar Chips für zwischendurch. Bisschen Marmelade und dazu Kanne Wasser. Oh. Na, mein Freund. Oh, Bethany. Kannst du nicht irgendwie Leute beißen oder so? So, wo wollen wir hin? Hier, zu den Dogs. Auf zu den Dogs, Freunde. Merchant Street. Mit Beth im Gepäck. Erstmal klatschen wir hier nochmal die eine oder andere. Was ist das denn? Machete. Na, aber wir haben Katana. Brauchen keine Machete. So. Oh. Ach. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Wie wir den Polizisten da ausgehebelt haben mit seinem Schutzschild? Gegen unseren Hammer hat er mal gar keine Chance. Na, danke. Danke. Hier gibt's nix. Gar nix. Bethany. Ich komme hier mit ihren Fleischermessern. Viele Fleischermesser. Cracker. Nice. Oh, da war noch Cash. Tschüss. Oh, Cash ist weg. Bethany, ich habe dich eben für einen Zombie gehalten. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Auch nicht schlecht. Uzi Suppressed brauchen wir nicht, haben wir schon. Ach du Schande. Haben wir hier nichts weiter. Hier ist auch nichts. Hier müssen wir rüber hüpfen und dann können wir noch ein bisschen.
Bethany! Halt dich zurück, Baby. Notiz an mich selbst. Vertraue kost's Essen. Der Nächste, der an meine Tür klopft und nach einem Ort sucht, wo er bleiben kann, muss mich bezahlen. Ich kann nicht jedem freien Eintritt geben. Besonders nachdem der letzte Typ da mich angegriffen hat in der mitten in der Nacht. Eli. Tja. Doof. Guck mal, Bethany kann aber noch hüpfen. Schön. Wie eine junge Elfe. Ah, der ist schon. Der auch. Der auch. Okay. Auf zu den Docks, Freunde. Auf zu den Docks. Oh, hier ist noch ein Safe House. Ich glaube, da gehen wir mal reingucken. Oh, hi. Hi, wer bist du denn? Jane, grüß dich. Jack hat mich gefunden. Er hat gejagt. An der Tankstelle. Ich habe rausgefunden, dass es sicherer ist, wenn wir beide zusammenbleiben. Der hat eine verrückte Geschichte. Er hat einen Helikopterabsturz überlebt, weißt du? Nee, weiß ich nicht. Also jetzt schon. Hey. Jack hat meinen Arsch gerettet. Mehr als einmal. Ich kenne den Typen erst seit ein paar Tagen. Ich habe mich rausgekämpft aus Jonestown. Und der kommt dann da mit einem RPG über seiner Schulter und hat die Dinger in Stücke geschossen. Wenn du dich auf jemanden verlassen möchtest, der dich am Leben hält, Jack ist dein Mann. Ja, wo ist er denn? Hi, Jack. Ja, wir gucken nach dem Boot, tatsächlich. Mein Name ist Jack. Schön, dich zu treffen. Ich habe meinen Weg hierher gekämpft vor ein paar Tagen und nach einem Weg weg vom Festland gesucht. Die Herc-Bastarde haben jedes Boot versenkt, um die Infektion einzudämmen. Ich habe eine Funkübertragung gehört und bin hierher gereist. In Glendale habe ich, ja, bin ich losgegangen. Den ganzen Weg durch Whistler's Grove, Jonestown, Fortran und dann hier. Okay. Ah, hier brauchen wir nichts. Und du bist Jack, oder was? Nee, Dana. Komm nicht näher. Sprich mit Jack, wenn du mit jemandem sprechen willst. Okay. Also, Jack. Die einzigen Boote, die noch übrig sind, sind die, die in Union Island anlegen. Problem ist, dass die da so eine riesen Zementmauer hingebaut haben. Über dem Eingang der Brücke. Wenn du irgendwas finden kannst, womit man da ein Loch reinblasen kann, können wir hier raus. Einer der Leute hier hat gesagt, dass es eine Militärbasis in Waterside gibt, nördlich von hier. Vielleicht findest du dort was. Was? Honey? Honey, stay here, oder? We'll be safer here. Ja, ja, Honey, stay here. Honey, stay here. Unser Honig, Bethany, mit den krummen Armen. Ich hab dich trotzdem noch lieb. Ich meine grundsätzlich, wir haben einen Granatwerfer. Wenn der nicht so ein Loch da reinblasen kann, dann weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht. Reicht das nicht? Hallo, ich habe einen Granatwerfer. Er will wahrscheinlich TNT oder so. Na, dann werden wir uns darum kümmern müssen. Ja, schauen wir mal. Oh, du mit deinem komischen Schild. Ja, klopp ich weg. Wo stehst du? Das ist gut. Hier gab's Essen, Freunde. Sehr, sehr gut. Und was gibt's hier? Ich schätze ja Zombies. Moment, ganz nach oben. Okay. Nee, nur ein kleiner Zombie-Mann. Du siehst aus wie ein kleiner Clown mit deiner roten Nase.
Rudolf. Ein Zombie namens Rudolf. Sie hänselten ihn alle. Ah. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Wow. RPG. Also sowas in der Art haben wir doch schon. Rocket irgendwas. So, hier geht's nicht weiter. So, reicht das jetzt schon? Oh, wo kommt ihr denn her, Freunde? Nun geh doch mal tot. Danke. Och, Menschenskinder, gibt's hier ein Nest von euch oder was? Du bist weg. Du auch. Ach, jetzt konnte er sein Schutzschild aufsetzen. Von hinten müsste es gehen. Oh. So, wisst ihr was, Freunde? Jetzt probieren wir mal was aus, wa? Hm? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab doch hier das Ding, ne? So. Oh. Nee, ist keine gute Idee. Ist keine gute Idee. Wieso funktioniert das nicht? Oh. Toll. Ganze Munition verbraucht wegen dir. Was war denn hier Schönes? Okay. Gut, dann würde ich doch wieder das Ding nehmen hier. Die M4. Spec Ops. Und da kommen sie wieder. Na, schauen wir mal. Too much weight? Wieso? Geht immer noch nicht, ne? RPG, das behalten wir natürlich. Bump. Das kommt weg. Ja, jetzt geht's, oder? So, wo sind sie denn? Na komm. Ich hol den Hammer raus. Steh doch nicht immer wieder auf, Mensch. So, das sieht doch jetzt alles frei aus, oder? Dann nehmen wir doch mal den Medkit. Dann nehmen wir ruhig noch mal ein paar Tomaten zu uns. Und dann geht's weiter. Hm. So, hier waren wir schon überall gewesen. Ich glaube, Freunde. Enter the base. Da waren wir doch. Wir haben die Militärbasis geentert. Oder? Oder nicht? War das noch nicht die Militärbasis? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Nee, das sieht hier eher nach Militärbasis aus. Um ehrlich zu sein. So, wir machen nochmal ein Level Up. Wir machen hier ruhig nochmal 5 drauf. Und warte mal. Nee, warte. Ich muss nochmal ganz kurz gucken, was das jetzt ist hier. Das ist automatisch. Automatische Waffe, das habe ich mir fast gedacht. So. So. Und so. So, wo müssen wir jetzt hin? Hier hin. Waterside. Danger Level 20. Ja, das ist doch schön, oder Freunde? Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir da weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.